Philipp Blom ist Historiker und Autor von Sachbüchern wie «Der taumelnde Kontinent» über Europa von 1900 bis 1914 oder «Die zerrissenen Jahre» über die Zeit zwischen 1918 und 1938. Bloms Sachbücher haben begeistert, weil sie hervorragend erzählt sind. Jetzt hat Blom quasi die Seiten gewechselt. Der Historiker hat einen historischen Roman vorgelegt. «Diebe des Lichts» heißt das Buch. Hintergrund der Geschichte ist der blutige Feldzug der spanischen Krone in den Niederlanden. Von 1567 bis 1573 schlug Fernando Álvarez de Toledo auf äußerst blutige und grausame Weise den Aufstand der Calvinisten gegen die katholische Kirche in Flandern nieder. Die spanischen Besatzer brandschatzen, vergewaltigen und töten in den Niederlanden. Im Buch ermorden die Spanier den Vater von zwei niederländischen Buben auf einem kleinen flandrischen Gehöft. Die beiden Buben flüchten in die Wälder und überleben. Der ältere der beiden, Sander, ist ein begabter Zeichner. Er geht später in die Lehre bei einem Blumenmaler. Hugo, dem jüngeren der beiden, verschlagen die Ereignisse die Sprache. Er verstummt. Er weicht seinem begabten Bruder nicht mehr von der Seite und wird dessen Assistent. Das Buch erzählt, wie die beiden Brüder in Rom in der Werkstatt eines bekannten Malers anheuern, wie Sander zum gefragten Blumenmaler wird, sich aber unglücklich verliebt und von seinem Meister verstoßen wird, wie er einem Kardinal nach Neapel folgt und da fast sein Glück findet, bis er von seiner Vergangenheit eingeholt wird und eine fürchterliche Wahl treffen muss. Das Buch ist sprachlich präzis, ja hervorragend geschrieben und historisch genau. Bloß das, was da passiert, ist zum Teil schwere Kost. Aber dazu später. Mein Name ist Matthias Zehnder. Ich gebe Ihnen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, jede Woche einen Lesetipp. Ein Buch, das ebenso intelligent wie unterhaltend ist. Diese Woche «Diebe des Lichts» von Philipp Blom. Ich bin im Allgemeinen kein Freund von Triggerwarnungen. Bei diesem Buch muss ich aber eine Ausnahme machen. Es schildert stellenweise grausame Begebenheiten, die nur schwer verdaulich sind. Immerhin sind die Schilderungen nie sadistisch, sie entspringen immer der historischen Notwendigkeit. Trotzdem sind sie manchmal schwer erträglich. Der Roman spielt in einer Zeit, in der das Leben eines gemeinen Menschen nichts wert war. Geradezu erschütternd ist es zu lesen, wie sehr Recht und Gerechtigkeit von Stand und Vermögen abhängig waren. Hauptfigur des Romans ist Sander. Der Roman setzt 1572 ein. Ein Trupp spanischer Soldaten brennt auf der Suche nach Aufständischen den Weiler der Eltern von Sander nieder. Geschildert ist das Geschehen aus der Sicht eines Raben, der auf einem Baum sitzt und quasi kopfschüttelnd den Menschen zuschaut, wie sie sich gegenseitig abschlachten. Der erste Teil des Romans spielt ab 1599 in Rom. Es ist die Zeit, in der Michelangelo Merisi, besser bekannt als Caravaggio, in der heiligen Stadt seine großen, ausdrucksstarken Bilder malt. Sie sind hier, weil gute Maler hier immer Arbeit finden, weil sie nichts hatten, was sie zu Hause hielt, weil sie müde sind vom Reisen. Langsam sind die Wanderjahre vorbei. Die Niederlande versinken im Krieg, überall droht Gewalt, jede Menschenmenge kann zur Meute werden. Nachbarn zünden einander die Häuser über den Kopf an und lebende Menschen werden in ihren Kirchen verbrannt. Nichts ist heilig, wenn es um den wahren Glauben geht. Dieser Krieg tobt nicht nur auf Schlachtfeldern und in den Straßen, er wird bis in die Köpfe getragen. Die katholische Kirche ist entschlossen, die Schlacht der Bilder gegen ihre protestantischen Feinde zu gewinnen. Rom sucht nach Künstlern, die die Mysterien der Religion schmerzhaft deutlich machen, so als stünde der Beter selbst im Bild, als würde er selbst das Martyrium erleiden, die Nägel ins eigene Fleisch eindringen sehen, die Flammen auf der bloßen Haut fühlen, die Ekstase der Lösung mit der eigenen jauchzenden Seele. Malerei soll Menschen zu Tränen rühren, staunen und Mitleid erregen und die Gläubigen in ihrer tiefsten Seele bewegen.
Die Gesichter der Heiligen und Märtyrer sollen alltäglich sein, ihr Leid im Mittelpunkt, schwielige Hände und dreckige Füße, spritzendes Blut und schmerzverzerrte Züge. Sander und sein stummer Bruder Hugo haben sich nach Rom durchgeschlagen und bieten auf der Straße kleine Blumenbilder feil. Sandro della Molina nennt sich Sander jetzt. Einem älteren Maler fallen die Bilder auf. Virgilio Nobili nimmt ihn in seiner Werkstatt auf. Sander und Hugo arbeiten künftig für Nobili. In Rom ist er bekannt, aber er hat seine besten Tage schon hinter sich. Er verbringt mehr Zeit in der Kneipe mit einem Becher Wein in der Hand als in der Werkstatt mit Pinsel und Farbe. Sander ist das Recht. Er hat seine Ruhe und malt Pflanzen und Blumen, die man mit Händen greifen kann, aber auch andere Elemente der Bilder, welche die Werkstatt des Meisters verlassen. Die Werkstatt wird längst von der Tochter des Meisters geführt, von Diana. Dem Geschäft ist das zuträglich. Bald haben Diana, Sander, Hugo und zwei Lehrlinge alle Hände voll zu tun, um all diese Kommissionen zu erfüllen. Stillleben und blumenbekränzte Madonnen und heilige und pausbäckige Kleinkinder mit Sträußen in der Hand. Endlich erhält der Meister auch wieder einen großen Auftrag. Er soll den Festsaal von Cardinal della Valle ausmalen. Doch dem Kardinal gefallen die Bilder von Sander besser. Und dann hält der junge Maler auch noch um die Hand der Malertochter an. Aus gutem Grund. Es kommt zum Konflikt zwischen dem Meister und dem Könner aus Flandern. Sander verliert alles, pokert hoch und wird schließlich von Don Pedro Guzman angeheuert, einem spanischen Kardinal, der im Auftrag der Inquisition in Rom weilt. Don Pedro hat über Giordano Bruno gerichtet und dafür gesorgt, dass der Heretiker auf dem Scheiterhaufen landet. Jetzt nimmt er die beiden Brüder mit nach Neapel. Sie folgen ihm, dem spanischen Adeligen, nicht freiwillig. Er erpresst sie. Der zweite Teil des Buchs spielt ab 1601 in Neapel. Sander malt im Auftrag von Don Pedro das Altarbild in einer Kirche, wird aber bald dessen Ratgeber, denn der spanische Kardinal leidet an der französischen Krankheit, also an Syphilis. Er war in seiner Jugend Soldat und hat nicht nur auf dem Feld, sondern auch in so manchem Bett gekämpft. Jetzt leidet er unter den Schüben der Krankheit und unter den Geschwüren, die sie verursacht. Sander vermittelt ihm die Heilungskünste einer Frau, die eigentlich als Hexe hätte verurteilt werden sollen und jetzt dem Kardinal mit Quecksilbersalbe hilft. Auch in Neapel erleben Sander und Hugo glückliche Stunden, aber auch hier zerschellt das kleine Glück an der Macht der großen Herren. Auch hier werden sie zum Opfer der mächtigen Kleriker, auch hier wird Sander in Dienst und Händel gepresst. Wie Philipp Blom die ruchlosen Kardinäle schildert, die ihre Macht ausüben, mit Kinderhandeln Mädchen in die Prostitution pressen, mit Krieg und Händeln Geld verdienen, das ist kaum auszuhalten. Und doch ist es eine spannende Geschichte und Sander eine interessante Figur. Ein Maler, der wie Caravaggio zum Opfer seines Temperaments und der mächtigen Männer der Kirche wird. Die Handlung hat mich dabei bald weniger interessiert als die Schilderung des Alltags und vor allem die präzise Beschreibung des Malerhandwerks. Es ist eine Zeit, in der ein Menschenleben nichts zählt und von Gerechtigkeit und Gott nur in den Büchern die Rede ist. Bücher, die das Volk ohnehin nicht zu lesen versteht. Das Schlusswort haben passenderweise die Raben, die wieder über diese blutrünstigen Menschen die Köpfe schütteln. Philipp Blom bietet mit seinem Buch einen realistischen, einen drastischen Einblick in den Alltag der Menschen im anbrechenden 17. Jahrhundert. Vielleicht müsste man eher sagen, ins Elend der Menschen. In unseren Geschichtsbüchern ist von Königen, Herzogen und Kardinälen die Rede und es sind ihre Paläste abgebildet. Vom Kampf der Menschen ums Überleben im Alltag ist kaum je die Rede. Sie hatten keine Bildung, keine Rechte und oft kaum zu essen. Es galt das Recht des Stärkeren, Krankheiten und Tod waren ständige Begleiter. Die realistischen Schilderungen der Zeit machen Philipp Bloms Buch zu einem spannenden Roman, den man nicht so schnell aus der Hand legt und nicht so schnell vergisst. Diebe des Lichts von Philipp Blom ist im Blessing Verlag erschienen und mein Buch der Woche. Lesen Sie gut!